Hallo und herzlich willkommen, meine Ghost Recon Phantoms-Freunde. Hier ist wieder euer Ruby. Wir spielen eine Runde auf Tomsk erobern und ihr seht schon, ich habe wieder den Sturmsoldaten ausgewählt. Ich hätte eigentlich gerne als Sniper gespielt, ein bisschen mit den PDWs. Das Problem ist, ja, ihr habt es gesehen, die Aufteilung 2 Sturmsoldaten, 4 Sniper und 2 MG-Leute, also 2 Supporter. Und wäre ein bisschen doof, wenn wir dann 5 Sniper im Team sind. Deshalb habe ich mich für den Sturmsoldaten entschieden. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Und dann kümmern wir uns ein andermal drum. Und da geht's auch schon los. Die letzte Minute hier, da Zeit mal eben übersprungen. Ich mag euch ja nicht langweilen. Und ich habe ein paar kleine Themen vorbereitet. Das ist eigentlich so was Besonderes bei mir, weil ich mache meistens einfach so grüne, blaue Bohnen. Ich mache das, was mir gerade so gefällt. Hat auch seine Vorteile, aber nicht unbedingt die, die ihr euch vielleicht wünscht. Da rennt einer mit dem Schild rum. Kollege. Oh Gott, Leute. Ich muss da mit runter. Und mit erobern. Ja, linke Seite, da bin ich gerade nicht. Und zwar mein erstes kleines Thema ist, danke für die ganzen Abstimmungen in der letzten, ja, für die letzte Folge, da hatte ich ja aufgerufen, mal zu sagen, was ihr denn weiterhin sehen wollt. Das könnt ihr immer noch machen, aber die vom letzten Spiel konnte ich noch nicht auswerten, weil ich das direkt mit als Session aufnehme. Ich mag das jetzt so ein bisschen mit als Serie machen. Mann. Und deshalb, ja, verzeiht mir das, weil ich da noch nicht auf eure Wünsche eingegangen bin. Aber so habe ich einfach gleich für ein paar Montage, Mittwoche, wie auch immer, in ein paar Videos vorneweg. Die werde ich jetzt auch gleich noch rendern und dann kann ich die in Zukunft einfach raushauen und fertig ist. Warum kommt hier denn niemand über die linke Seite? Oh Gott. Oh, Leute. Der kam aus dem Himmel gesprungen. Ja, mir sind, seit die Maps hier umgebaut wurden, einige Bugs aufgefallen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auf dieser Map lange nicht gespielt. Deshalb weiß ich die ganzen Veränderungen nicht. Aber bei einer Map war es zum Beispiel so, dass sich da jemand auf ein Dach geglitscht hatte. Und ja, das war ganz komisch. Man konnte ihn kaum abschießen, weil er dort derbst gehead-glitcht hat. Der Head-Glitch des Todes einfach nur. Da konnte man nicht viel unternehmen gegen und deshalb war das so schwierig, den dort zu besiegen. Hallo. Hier ist noch niemand. Wow. Alter, Alter, was zur Hölle hatte der für eine kranke Waffe? Die sah ja echt abartig aus, die PP19. Wenn ich das richtig gesehen und gelesen habe. Mist, wir spawnen ja immer noch hier. Sind wir noch gar nicht an B dran? Ich habe doch jetzt unserem Team hier so einen kleinen Vorsprung verschafft. Die müssen einfach mal mitkommen, wenn sie sehen, dass da vorne jemand ist, aber irgendwie hört ja niemand auf denjenigen, der voll stürmt und sein Leben riskiert. Meine Fresse, ey, die da oben nerven. Jetzt werde ich sogar direkt von 2 Leuten gescannt.
Oh Gott, da sitzt der noch da hinten. Oh Gott. Da kam der auch noch dort rum, ey. Und ich dachte, ich verstecke mich vor dem, aber nein! Nein! Am Arsch, Alter. Am Arsch. Ja, immerhin drück mal hier ein bisschen vor. Jetzt stehen sie hier, aber der Typ steht mitten zwischen unseren Leuten und die kriegen es einfach nicht mit. Sie sehen da, wo ich gestorben bin und wo der Typ ist. Das ist echt unglaublich. Okay, da oben ist einer von uns, heißt. Ich brauche mir hier keine Sorgen zu machen und renne einfach mal auf der rechten Seite mit. Hat ja eben ganz gut funktioniert. Was sage ich? Was sage ich? Mein Team ist sonst wo weit vorne, aber der Gegner ist trotzdem noch direkt da, wo zum Matchbeginn war. Auch eine Möglichkeit. Auch eine Möglichkeit, sich sinnlos abknallen zu lassen. Echt mal, wenn das echte Militär so vorgehen würde, dann würden keine Kriege mehr geführt werden, weil es einfach keine Soldaten mehr gäbe. Ja, jetzt bin ich vorsichtiger. Ich habe dich gesehen, Kollege. Der Versuch war nur wirklich unnötig. Oh nee. Wenn die mich entdeckt haben, heißt das, hier kommt gleich einer. Ja, ich mein's ja nur. Alter, jetzt lauf doch mal. Ich habe keine Leben. Ich komme nicht mit vor. Na gut, wenn der Kollege so Druck macht, dann versuchen wir mal die rechte Seite zu erschließen, auch wenn es uns nichts bringt, weil ja, da einfach mal zu viele Leute auf der linken Seite gerade langkommen. Oh, das ist schon wieder der Typ, Alter. Der ist so heavy mit seiner PP19. Was hat die für eine abartige Schussrate? Okay. Ich war ja auch schon ein bisschen angeschlagen und mein Kollege hat es da scheinbar eben hinten erwischt. Danke, lieber Sniper. Hörte sich zumindest an wie ein Scharfschützengewehr. Mano! Für alle, die dieses Spiel gerne sehen, gerne spielen, ladet euch doch einfach mal runter. Es ist auch gar nicht so groß. Die Spielmechaniken sind denkbar einfach und um das mal zu vergleichen, jetzt sagen wir jetzt mal Battlefield. Also hier kriege ich locker eine 2 KD hin, wenn ich mit einem guten Team spiele. Aber in Battlefield ist es deutlich schwerer, eine annähernd 2er KD hinzukriegen mit einem guten Team. Ja, aber in dem Fall ist mein Team nicht allzu gut, wenn die sich von hinten überraschen lassen. Jetzt nehmen die auch noch Charlie ein. Aber es reicht uns im Prinzip, wenn wir Charlie jetzt behaupten, weil dann. Ja, haben wir einen Vorsprung für die nächste Runde. Wir müssen nicht alle Punkte erobern, wir müssen nur den Großteil halten und dann in der nächsten Runde. Ach Gott, Leutchen. Seit wann ist denn dort eine Kante? Oh, ich kenne die Maps einfach noch nicht. Das ist unglaublich. Das war vor einem Dreivierteljahr mal meine Lieblingsmap, aber die haben sie echt tot gepatcht. So ein bisschen. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass die Runde einfach mal beschissen läuft. Ja, sie läuft eigentlich noch recht gut, solange wir halt jetzt gewinnen, was wir ja gerade tun. Drei Leute von uns sind dort oben drinne und zwei von denen, nee, einer nur noch. Also läuft das Match eigentlich recht gut. Aber ja. Ich raufe mir trotzdem gerade die Haare. Upsala. Es wird trotzdem schön, jetzt hier mal einen Scan zu haben, um hier auszuschließen, dass irgendwer, schrägstrich irgendwas hier von der rechten Seite, also hinter der rechten Seite hockt. Und wenn da oben jetzt auch noch welche hocken, also dann gute Nacht, ne?
Okay, aber hier hat scheinbar niemand. Mensch, ey. Der ist flink gewesen. Na, immerhin wird er sich jetzt erstmal nicht ganz so flott wieder zeigen. Was? Die AR-91, das ist die nächst freigeschaltete Sturmgewehr. Das nächst freigeschaltete Sturmgewehr. Und ich kann nur sagen, das ist schrecklich. Das hat einen Rückstoß zum Himmel. Da schießt du dreimal und dann liegst du auf dem Kreuz, weil es dich umgehauen hat. Hä? Unglaublich. Ich mag das hier durchzurutschen. Aber so wie es aussieht, kriegen die eine Verlängerung. Mist, hier kommen wir nicht hoch. Sagt nicht, ich hab's euch nicht versprochen. Okay, der sichert da. Jetzt habe ich nur noch Angst um die beiden Sachen hier vorne oder dass der Typ mir da hinten verreckt. Müssen wir auf die Karte gucken. Ich dachte, es wäre eine Granate, aber nein, es war ein Typ, der da lang gelaufen ist. Der Typ hat auch nie Englisch gelernt, ja? Charlie Lost, nein, jetzt waren wir hier 2 Kilometer entfernt. Hätten die das nicht eine halbe Sekunde später erobern können, dann wäre ich noch drinnen gewesen. Ah, und jetzt müssen wir unser D verteidigen. Mir wäre es lieber, wenn wir der ihr B hätten angreifen können. Weil jetzt wird es ungemütlich. Also richtig. Wenn hier jetzt nämlich jemand drüber kommt. Ah Gott. Verdammt. Ich erwische nicht. Aber er hockt auch dort nicht mehr. Wenn man so um die Ecke guckt, kann man ein bisschen lunchen so oben drüber. Das ist das Spannende bzw. Praktische an Third-Person-Shootern. Und natürlich sitzt dort oben ein Sniper, wo sonst auch. Meine Herren, ey. Oh, was? Ich dachte, das wäre einer von uns. Ich habe auf die Karte geguckt. Ich habe Schrittgeräusche gehört. Und da hier The Killer kam, auf, laut Karte, habe ich mir gedacht, das wäre. Ja. Jetzt ist er nicht mehr da. Oh Gott, ey. Ich hasse Leute, die einfach nur denken, das wären. Server in ihrer Landessprache. Das ist ein internationaler Server. Verdammt nochmal, wann begreift ihr das endlich? Oh Gott. Der kann sein Schild aktivieren, wenn er geheatet ist. Das ist ja schön. Und das meine ich jetzt auch. Meine Teamkameraden gehen einfach mal nicht vor. Die bleiben stehen und warten ab. Die hätten ruhig schon mal die rechte Seite decken können. Aber so wie es aussieht, verlieren wir das. Und die haben noch einiges an Zeit. Das ist so jemand, der mit vorgeht, aber da kann man dem echt leider nicht folgen. Da war gerade irgendwo ein Sniper. Oh, dieser Sniper.
Die PP19 ist so krass, Alter. Nicht nur die Variante, die der Typ da vorne hatte, diese Spezialvariante, die man sich für echt Geld kaufen muss, sondern auch dieses Ding da ist extrem. Unglaublich. Oh Gott. Ich habe so einen unglaublich großen Frosch im Hals, das glaubt ihr mir gar nicht. Boah, krass. EP erhalten 2174, aber wir haben doch nur 1900 Punkte gemacht. Mysteriös. Ach Mist, ich wollte gerade mal die Shotgun auspacken. Mit Granaten kann man Teamkills machen. Und das hatte der Typ davor. Ja, für alle, die das Spiel gerne und oft spielen, Mist, hier kommen wir ja auch nicht hoch. Es gibt da so einen kleinen Trick, wenn ihr geschossen habt, ladet ihr nach und bei 3/4 fangt ihr einfach an zu sprinten. Also ihr habt noch 0,2 Sekunden, bis das Ding eigentlich bereit wäre, aber... Oh, Leute. Wieso kann ich den nicht hieten? Das ist doch... Das ist so ein Blödsinn, ey. Wieso kann der noch so schnell rennen, wenn er geheatet ist? Ich würde ja auch das Schild nehmen, aber unser Team ist nicht annähernd so gut koordiniert wie der ihrs, dass die so einfach mal das ganze Team hintereinander ausschalten. Deshalb. Alter, hier muss man noch durchkönnen. Deshalb bringt das auch nichts, wenn wir jetzt hier einfach das veranlassen. Oh, Leute. Scan entdeckt ist mir sowas von egal. Wenn dieser blöde Rauch weg ist, dann gehe ich nach da oben. Oder wir gehen jetzt gleich zu B, um wenigstens irgendwas hier mit zum Teamplay beizutragen. Leute, allen Ernstes, der hat 93 Leben hat er noch. Was zur Hölle? Ich hau dem ein halbes Magazin rein und der stirbt ums Verrecken nicht. Und jetzt haben die auch gleich B. Ich kann nur hoffen, dass ich hier noch rechtzeitig spawne. Naja. Ich hatte wenigstens noch den Vorteil, dass ich von hinten kam, aber der dreht sich einfach mal prompt um. Und ich bin weg, Alter. Allen Ernstes, von wo? Haben diese Granate eben. So. Meine Fresse, Alter. Ins Bein geschossen. Aber ich wusste, dass der kommt. Ich habe den schon lang rennen sehen. Stürme die Front. Oh ja, geil. Nein! Wir hatten es fast. Wir hätten die hier hinten ausräuchern können und dann kommt der Typ dort noch. Eigentlich wollte ich da direkt hinten reinrennen und die beiden Typen da erledigen, die da eben mit dem Schild kamen. Aber hat nicht so ganz funktioniert. Hat kurz geruckelt. Ich weiß nicht warum. Ich habe ja eigentlich durchgehend 60 FPS, nehme mit 30 auf, aber ab und zu gehen die mal ganz kurz auf 20 runter, so für eine Sekunde. Ja, hier schon wieder. Keine Ahnung. Alter. Oh mein Gott, wir haben die nicht. Wie viele sind denn hier?
Plätze beim Romeo. Ich würde den am liebsten an. Lol. Lol. Auf der Stage war ich noch nie. Ich habe hier auf der Map noch nie auf der Seite hier verloren. Ist ja krass. Yeah, that's crass. That's grass. Oh Gott. Whoop. Wann sind denn unsere ganzen Sniper, von denen ich vorhin berichtet habe? Was? Oh, ich habe noch gekriegt. Ich habe aber keine Muni mehr. Gott, allen Ernstes. Ich darf jetzt mit der Pistole weiterkämpfen. Securing Bravo. Alter! Kacke, ich hatte die doch beide geheatet. Und trotzdem konnten sie mich umlegen. Unglaublich. Aber war vielleicht auch ein bisschen doof worden, dass wir einfach dort in die Gegend gesprayt haben. Aber ich war mir sicher, dass die dort irgendwie rauskommen. Aber. Sind sie ganz offensichtlich nicht. Keine Ahnung, wo die sich hin teleportiert haben. Nein. Wahrscheinlich haben sie einfach die Gunst des Augenblicks genutzt und sind hinten rausgefleucht. Mann, ey. Typ überwacht die Treppe. Oh Gott. Oh, wo kommt der denn jetzt her? Ich habe extra eine Granate hingeworfen, damit ihr da nicht durchrennt, aber vergeblich. Und Granaten sind so teuer, ey. Ich hätte mir die sparen sollen. Um 10 Granaten zu kaufen, musste 3 Runden spielen. Um das Geld wieder reinzukriegen. Ja, das ist ein großer Minuspunkt an diesem Spiel. Man muss sich die Granaten kaufen. Mal ernstes Leben kaufen. Da ist voll jemand am Ragen, hä? Alter Falter! Was? Hä? Da war da eben ein Unsichtbarer auf der Treppe? Warum habe ich denn den nicht getroffen? Ist ja krass. Kam da gerade ein Treppenabsatz hoch. Oder war der Typ das? Vielleicht kam er so schnell rennen, weil er Sniper ist. Wäre natürlich ein bisschen ungünstig für. Ja. Ja, vielleicht hat er irgendwelche speziellen Rüstungen drin. Ich habe eine Heavy Armor, die mir ein bisschen mehr ja, Rüstung verleiht und mich dafür langsamer rennen lässt, aber Flucht ist sinnlos. Danke für deine Muni.
deine Ammunition. Dem seine Ammo habe ich noch nicht aufgehoben und die brauche ich hier oben dringend. Wenn ich hier nämlich ein bisschen länger ausharren soll. Ich traue mich da jetzt nicht runter, ehrlich gesagt. Hallo, Kollege. Ich habe jetzt mal die Seite gewechselt, vielleicht verwirrt ihr das ein bisschen. Ist natürlich auch doof, sich zu tarnen, wenn man hier hochrennt. Na, vielleicht wusste ich, dass ich hier sitze. Aber unser Team verliert hier gerade einiges an Vorsprung. Ja, gut möglich, dass wir hier gleich von hinten umgelegt werden. Perfekt, beide Seiten. Ich traue mich nicht hier vorzugehen, ansonsten würde ich jetzt mir die Muni holen und danach mich hinter, ja, da vorne an die Brüstung, wo der eine Typ, der erste Typ, den wir hier erlegt haben, hingerannt ist. Jetzt hole ich mir die Muni, ey. Hallo? Ah, ich habe ihn sogar noch getroffen. Ach, das ist drinne hier? Okay. Mann! Boah, wo kommt der jetzt? Wo kam der her? Ich hätte oben bleiben sollen. Ich hätte oben bleiben sollen. Aber wo zur Hölle kam der Typ her? Früher war nochmal noch ein Fenster da, wo ich eben durch wollte. Und da hätte man direkt zu B reinspringen können. Aber leider nicht. Dieses Mal nicht. Hätte uns weitergeholfen. Hätte uns wirklich weitergeholfen. 21,8. Naja, jetzt. Unser Team spielt nicht unbedingt besser, aber wir haben hier keine Ahnung, was wir haben, dass das jetzt besser läuft. Hallo, Kollege. Alter, irgendwie dieses PP19, ey. Ich habe meinen Rage-Mode extra im Wohnzimmer liegen lassen, aber hier. Hätte man nicht mehr spawnen müssen. Erster Spieler mit großem Abstand. War jetzt nicht sonderlich schwer, aber sich dorthin zu hocken hat einiges gebracht. Mal gucken, was der Gegner hier hat. 16-6. Ja, auch ganz guter Spielstand. Der hat eine Goldkiste gekriegt. Sieht man an dem goldenen Stern. Wir haben hier ziemlich abgelost jetzt. Lol, hier im Hintergrund sahen wir noch die Typen rumhopfen. Ja, habe ich alles gesagt? Nochmal auf den schlauen Zettel gucken? Ja, habe ich. Solo-Aufgabe abgeschlossen. Stürmt die Front. Was hat denn das bedeutet? Hier, ich kaufe mir die jetzt einfach für die Zukunft, weißt du? Ich kaufe mir die jetzt und guck mir hier das nochmal an. Gewinnen sie eine Runde mit der Truppstärke von 4. Hä? 20 Granateneliminierung. Sonst habe ich hier nichts. Also, ja, ich habe hier noch eine Kiste im Inventar. Ich habe so diverse Sachen im Inventar. Und jetzt habe ich auch wieder 16 Granaten. Das ist ja witzig. Ja, hier die drei Klassen. Stimmt auch hier nochmal ab, was wir jetzt alles haben wollen. Was ihr alles haben wollt zum Spielen. Und da schaue ich mal. Ich nehme jetzt mal noch ein Match in, ja, mit einem anderen Typen auf. Hoffe, dass die Teams dann ausgeglichener sind und dass wir dann auch endlich mal gewinnen.